Oh, kleines Problemchen, das tut mir sehr leid. Ich habe außerdem, ich habe jetzt, also ich, wenn ich hier die Folge beenden will, manuell, dann muss ich hier F9 drücken. F9 ist aber beim Spiel dummerweise schnell laden. Jetzt hat er mich zurückgeladen auf den letzten Speicherpunkt. Jetzt stehe ich hier unter einer Treppe wieder, es ist zum Kotzen. Ich habe es mal schnell umbelegt jetzt. Mich hat schon gewundert, warum ich habe die Folge beendet und dann war der Ton weg. Das hat schon, hey, warum es geht, ist der Ton weg, darf eigentlich gar nicht sein. Aber jetzt müssen wir wieder hochklettern. Ich mache einen Schnitt an der Stelle und mache das schnell alleine und wir sehen uns dann oben wieder und dann muss die ganze Scheiße nochmal umbauen. Echt zum Kotzen. So, kleiner Schnitt an der Stelle. So, dann begrüße ich euch nochmal zur nächsten Folge Fallout London hier bei mir auf dem Kanal. Ganz selbstverständlich. Ich habe jetzt, wie gesagt, das nochmal neu machen müssen. Ich bin froh und munter, dass es funktioniert, Fallout London, weil ich habe echt Bock auf das Spiel und ich bin froh, dass wir nicht von vorne anfangen müssen oder irgend so ein Scheiß. Ich habe jetzt nochmal alles gemacht, was wir machen wollen. Ich habe es gerade nochmal gespeichert, habe die Taste auch umbelegt. Also wir sind auf der sicheren Seite. So, dann werden wir mal gucken, was uns hier in Ingelsen oder wie es hieß, erwartet. Ich hoffe, wir kommen rein ohne Probleme, dass es da keine Ladeprobleme gibt. Aber wie gesagt, ich dachte, dass, also ich denke, dass das in Hackney, am Hurly Burly, ich denke, dass das mit den NPCs zu tun hatte. So, ich mache einen kleinen Schnitt an der Stelle wegen der Ladezeit. Und auch nicht. Ha. Also es funktioniert auf jeden Fall. Jetzt ist er hergereise. Also es waren wahrscheinlich wirklich nur die NPCs. Finden Sie den Eingang zum Bahnhof? Abgeschlossen, abgeschlossen. So. Abwasserkanal. Da ist auch Kira wieder. Die ist noch ein bisschen aus der, die kam ein bisschen aus der Brühe. Die musste ein bisschen schwimmen gehen. Kann man ja verstehen. In der alten Scheißbrühe da unten von den Ghoulen. Da haben sie sich wahrscheinlich drin gewaschen. So, da ist Underground. Wir müssen ja U-Bahn müssen wir finden, oder? Aber ne, Bahnhof müssen wir finden, ne? Bahnhof. Vielleicht ist das ein guter Bahnhof bei London. Ich bin in London bin ich unbedarft, ehrlich gesagt. Habe ich keine Ahnung von London. Wer da Informationen hat zu London, kann gerne die in die Kommentare hauen. Doppelter Briefkasten. Hier ist Schluss scheinbar, oder? Das ist ein Loch in der Mauer auf jeden Fall. Oder was das immer von der Mauer sein soll. Ob es die wirklich gibt in London, ich weiß es nicht. Oh nein. Miller's Men's. Okay. Dreckige Skinheads, Warum? Warum? Ich glaube, die können sie behalten, ey. Diesen Schrott brauche ich nicht. Aber es ist schön, dass mir Kira nicht hilft. Die ist eingepisst, weil sie die ganze Zeit in der Scheißprüfe von den Ghoulen rumschwimmen musste. Aber da konnte ich ja nichts dafür. Ich habe nicht gesagt, geh da rein. Lad mal nach. Hundefutter. Ja, ich weiß, dass ich da was Sinnvolles finde. Und zwar zerlege ich das und mache eine Siedlung draus, du blöde Kuh. Oh, Gartenzwerge. Cool. Oh, da ist Picket Fences. Do it yourself. Picket Fences. Ich habe eine Ausgabe von Do it yourself gesammelt. Das Handbuch für Haushalter. Für den Haushalter. Sie können jetzt in Siedlungswerkstätten Topfpflanzen bauen. Nice. Es gibt also noch, es gibt auf jeden Fall noch Sachen, die man nicht einfach so bauen kann. Das ist natürlich interessant. Oh Gott, das heißt, wir müssen, da muss man mal gucken, was da alles gibt. Was wir da alles sammeln müssen. Picket Fences, ich kann mal zeigen, wo es ist. Hier, in Hackney, ist der Abwasserkanal, London, Abwasserkanal. Und da könnt ihr euch das Buch holen. In der Tat. So, weiter im Text. Wir suchen nochmal den Bahnhof. Den Eingang zum Bahnhof suchen wir. Das ist ein Gegner. Oh, wie viele von diesen Miller's Men hier rumlaufen. Warum wird die Knarre unbedingt mal einen Schalldämpfer hier? Die ist cool auf jeden Fall, wegen dem oh, Schraubenschlüssel, den würde ich nehmen. Schlagring. Eine Erdbeere würde ich auch nehmen. Ich glaube, wir haben einiges an Samen verloren durch diese Geschichte jetzt mit dem
Da ist eine Bar, also ein Pub, heißt das ja hier. Durch die Geschichte mit diesem Sim-Settlement haben wir einiges an Samen verloren und so weiter. Mal schnell durchgucken hier. Und wir hier kippen. Wie viele Zigaretten das gibt hier. Echt krass. Einkaufstasche. Ich dachte mal, vielleicht findet man einen Bierdeckel hier. Bierdeckel sind ja hier so eine Art Comics. Ragnarok-Comics. Hier kriegst du irgendwelche Stats drauf. Und wir haben eine Quest. Wir müssen alle Bierdeckel sammeln. Hier, das Ding ist kaputt. Deswegen müssen wir jeden Pub untersuchen. Hier ist ein Schlafsack. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall. Also ich meine, wir müssen in den Pubs immer gucken. Nach den Bierdeckeln. Aber das ist, glaube ich, mehr so eine Art Diner, ne, als ein Pub. Warum diese Bierflaschen? Ich wüsste nicht, für was ich die brauche, ehrlich gesagt. Das ist eine Dose. Brandes Modemagazin. Also hier ist jetzt kein Bierdeckel. Zumindest nicht hier unten. Ich weiß nicht, ob es noch eine Oberseite gibt. Die ich jetzt nicht sehe, aber wir gehen erstmal weiter. Weil es wird schon wieder Nacht, so wie es aussieht. Und nachts hier draußen rumrennen, naja, es hat seine Nachteile. Hier müssen wir hin, finden den Bahnhof. Und zur Tür müssen wir wirklich laufen. Das wäre die Richtung, aus der Richtung kommen wir aber. Boah, hier ist ein Flugzeugabsturz. Skylanders Air. Skylines Air. Scheiße, wie Menschen gestorben sein müssen. Ja. Der Wind trägt uns hier hin, das himmlische Kind. Lass es mal links liegen, weil wenn wir uns jetzt verzetteln, könnte es auch keinem was. Sag ich mal. Was ist los, Kira? Kennt die nicht als böse oder was? Das Plastik hätte ich gerne. Was wird irgendwann mal wichtig, Plastik? Britische Flagge, Fliegerjacke brauche ich jetzt nicht. Das sind halt so Hooligans, das sind so Rassisten, so, nicht Hooligans, das sind, Skinheads. So, ne, das sind so englische Rassisten sozusagen, englische Nazis. Sehr rechtskonservative. Und, ja. Und den schließen wir uns auf keinen Fall an. Weil gerade in der Apokalypse, da hat Rassismus und ja, Menschenfeindlichkeit, da hat einfach nichts mehr zu suchen. Weil wir alle am selben Strang ziehen müssen. Gerade in der Apokalypse. Generell wäre das schön zu sehen, wenn das so wäre, auch in der Realität. Bisschen wie bei, ich nehme mal gerne als Beispiel, nehme ich immer gerne Star Trek, in der Tat. Weißt du, da gibt es nur eine Erde, da gibt es nicht Erde, das und hier Deutschland, England und Amerika, Indien. Was gibt es denn bei Star Trek nicht? Da gibt es nur die Erde und die Föderation. Die haben halt zwar, die haben wahrscheinlich mit anderem Rassismus zu kämpfen, anderem Feindlichkeit. Es geht mehr so gegen Aliens und so, aber die Völker der Welt haben sich auf jeden Fall verständigt. Und das wäre halt schön, wenn das so auch in der Realität wäre bei uns. Meiner Meinung nach. Aber wir wollen ja gar nicht so politisch werden. Das ist kein politisches Display. Und ich möchte auch nicht da jetzt hier eine politische Angelegenheit draus machen. Das macht gar keinen Sinn. Das ist hier eine reine Unterhaltungsgeschichte, was wir hier machen. Wenn wir uns politisch unterhalten wollen, dann können wir ja mal einen Stream abhalten irgendwie bei Switch. Das ist dann eine ganz andere bei Switch. Das ist eine ganz andere Geschichte, ganz anderen Drive dann. Da kann man auch was anderes machen. Dann kann man ein bisschen Minecraft nebenbei spielen oder so. Da kann man uns mal über Politik unterhalten. Mal vernünftig einfach. Muss ja nicht jetzt hier Meinungen durchboxen oder was. Man kann sich auch einfach so über Politik unterhalten und
und so weiter und so fort. Ich habe nichts gegen eine konservative Meinung, gibt es auch nichts einzuwenden im Endeffekt. Weder eine rechte noch eine linke konservative Meinung, das ist alles soweit okay. Problematisch wird es immer erst, wenn es zu rechts oder zu links wird. Oh, jetzt geht's los. Oh shit. Was haben wir jetzt gemacht? Okay, wir müssen hier irgendwo. Muss man Fleisch essen? So, das glaube ich auch. Mehr möchte ich jetzt auch nicht dazu sagen, ehrlich gesagt. Osma. Man verzettelt sich mal schnell. Geröstete Kronkos. 35 TP, das ist gut. Hundefutter. Lecker. Fütterkeule, das ist gut. Man verzettelt sich schnell, ne? Man will nur eine Kleinigkeit über irgendwas erzählen und dann quatscht man zwei Stunden über irgendeine Sache. Das geht ganz schnell sowas. Bei mir, wir sind hier irgendwie. Warte, ich muss mal auf die Map gucken. Kommt von hier aus nicht dahin, wo ich hin will, ne? Wir müssen hier irgendwie auf diese Hauptstraße kommen, aber da wird nicht so einfach gehen, denke ich. Wenn ja alles zu ist. Da wo wir eigentlich lang müssen, da kommen wir nicht lang. Vielleicht sind wir doch falsch abgebogen vorhin. Geh nochmal zurück, es nützt ja nichts jetzt. Scheint zumindest nicht der radioaktive Sturm zu sein, aber jetzt sieht da hinten, siehst du schon, so die Skyline sieht ein bisschen London-mäßig aus da hinten, wenn du guckst, ne? In die Richtung. Finde ich gut. Hier ist wieder Richtung Tür. Ich denke, es könnte sein, dass wir immer noch nicht richtig sind. Hier ist überall so eine Mauer. Radioactive-Zeichen und eine Mauer. Tja. Da wirst du von dem Spiel ein bisschen allein gelassen, ne? Von in der Beziehung. Von da kommen wir. Hier sind überall die Pubs gewesen, links und rechts. Da fühle ich mich ein bisschen alleingelassen von Team Fallon. Also bei der Navigation und Wegfindung, das ist sowas von schräg. Ist da vielleicht irgendwas in der Quest, was ich wissen könnte, sollte? Ne, Eingang zum Bahnhof. Stop. Muss hier nirgendwo durch. Help. Links geht's nicht lang, rechts geht's nicht richtig lang. Na, jetzt mal wieder hin. Irgendwie über die Mauer kommen, das geht aber auch nicht. Ich frage, ob das überhaupt was bringt, wenn ich über die Mauer komme. So zu kommen. Oh nein, jetzt geht's los. Ratte. Ja, Mann, Kira. Sorry. Aber jetzt bin ich böse. Ich hab dir auf dem Knie gehauen. It's a vast world,
Tja. Ach, guck. Ja, ich laufe einfach nur rum. Im Endeffekt, wir müssen versuchen, auf die Straße hier zu kommen, auf diese Hauptstraße. Ah, guck mal. Öffentliche Bibliothek. Hilft uns wieder nicht. Wie blockt der denn das bitte? Das ist ein Witz oder was? Der dritte hier, Tickets. Eine Kirschbombe. Ich hoffe, das ist das Eis. Da scheint es durchzugehen. Hackney Checkpoint. Okay. Wow. Sind wir am Ausgang? Echt? Nö. Entdeckt Hackney Checkpoint. Okay. Ist der Abwasserkanal. Aber die Bibliothek ist hier. Hier ist London. Müssen wir hier durch, sag mal? Nö. Hier ist eine Dings. Gegensprechanlage. Ich werde mal entsinnen, ob diese riesen fette Mauer, ob es die wirklich gibt in London. So, Ladezeit. Ich hoffe, wir kriegen keine Probleme. Ich mache Schnitt an der Stelle. So, Kontrollpunkt. Irgendwas. Okay. Aber ich glaube, das ist falsch. Wir haben zwei, übrigens auch zwei Level-Ups. Wir können... Ich glaube, das ist nur der andere Weg. Also wir kommen ja einmal durch den Abwasserkanal und jetzt kommen wir einfach jetzt hier lang. Ich glaube, das ist wieder Hackney jetzt hier. Ja, Polizeistation. Hier, Club Oberton. Also das ist wieder Hackney. Das ist nur nicht da durch den Schacht. Okay, also das nützt uns jetzt an der Stelle erstmal nichts. Also wieder zurück nach Dings. So. Ladezeit ging auch wieder schnell jetzt. Also ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Sim Settlement zu deinstallieren. Und alle anderen Mods. Ich habe jetzt nur noch einen ENB-Helper drauf. Das ist wegen ein bisschen Verschönerung. Und ansonsten nichts mehr. Nur noch was da hängt. Ne, nur noch was vorgeschrieben ist für die Mod hier. Jetzt habe ich ja nichts mehr drauf. An Mods und ich glaube, so werde ich das auch lassen. Weil du kannst einfach nicht bestimmen, wo die Fehler herkommen im Endeffekt. Wenn du jetzt 15 Mods noch installierst, hier das noch und da, ja, den fix noch und das. Wir müssen uns schlussendlich einfach auf Team Fallon verlassen, dass die ihre Sache gut machen und fixen und machen und tun und uns nicht auf die Modder verlassen. Gerade jetzt hier, also bei Fallout 4 können wir gerne ein paar Mods mehr benutzen, da habe ich kein Problem damit. Aber hier bei Fallout London, das ist so komplex, die Grundmod ist schon so komplex, dass jede weitere Mod das nur instabil macht. Das sind meine Erfahrungen mit der Modderei bei dem Spiel. Und im Endeffekt brauchst du es ja auch nicht. Die haben ja auch alles hier, zum Beispiel Waffen-Munitionswerkbank. Und die haben ja schon alles drin, was ich jetzt auch so installieren würde. Das wäre jetzt eigentlich nur noch Verschönerungen. Und ich glaube, schön genug ist es ja aktuell. Die Frage ist jetzt nur, wie wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Ich kann jetzt mal offscreen noch ein bisschen rumsuchen. Und da ist es abgeschlossen, das Spiel. Sehr gut. Nee. Das haben wir uns gerade unterhalten, dass es instabil wird, das Spiel. Alles klar. Wir machen einen kleinen Schnitt an der Stelle und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir zurück hier bei Fallout London auf jeden Fall. Und ja, wir haben jetzt war die letzte, nicht die letzte Folge, letzten paar Minuten. Ich habe jetzt
hier aus mal geguckt. Also ich habe im Internet nachgeguckt, dummerweise. Ich bin hier rumgeirrt, bestimmt schon, ich bin schon eine halbe Stunde unterwegs, wieder dreiviertel Stunde fast. Bin hier rumgeirrt, habe geguckt und jetzt habe ich, also es gibt hier einen Durchgang durch die Mauer, das ist hier an der Stelle, wo ich jetzt gerade den Marker gesetzt habe, wo ich auch gerade bin. Und da vorne ist ein Tor, da kommt man durch. Da kommt er halt durch die Mauer durch. Ist halt ein bisschen schwierig in der Tat, das zu finden. Und ich habe mal, ich auch nicht weiter gespoilert, ich habe jetzt nur geguckt, wie man da hinkommt, weil das ist ja das Einzige, was mich erstmal jetzt vorrangig interessiert. Als andere ist mir erstmal egal. Das sehen wir ja selber dann wahrscheinlich. Quarantänezone, genau, da müssen wir durch. So. Wir haben mal zwei Level-Ups, wir müssen eigentlich das mal verteilen, das eine Level-Up. So, und jetzt müssen wir. Jetzt sehen wir natürlich, hier ist die Tür, da müssen wir jetzt hin, nehme ich an. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Wir sind jetzt auf jeden Fall hinter der Mauer, denke ich mal. Hinter der Holzmauer, hinter der selbstgezogenen Holzmauer. Aua. Blöd, dass die einen durch deinen Dings durchlaufen können. Durch den Angriff. So, hier geht's weiter. Da geht's, weiß ich nicht, ob es da auch weiter geht. Oh, da war hinten gerade so ein Blitz, wie bei einer Tesla-Spule. Haben wir vielleicht eine Tesla-Spule hier? Ich glaube, wir kommen aber nicht lang. Das ist hier alles so viel Müll. 5 Reds. Ich weiß nicht, ob das der Sturm ist jetzt hier. Es kann sein, dass der Sturm jetzt kommt. Dann müssen wir eh mal gucken. Oh, oh. Guck mal, kommt immer der rote Partikel hoch. Also der Sturm ist auf jeden Fall im Incoming. Das ist nicht so gut. Kann ich hier rein? Jo, hier gibt es noch Abraxo. Wenn es jetzt wirklich der Sturm ist, dann haben wir echt das Problem. Weil wir dann hier abwarten müssen, dummerweise. So, nehmen wir Red X, Red Away und vielleicht eine Köterkeule. Damit wir wieder safe sind. Scheiße. Das ist noch ein ganzes Stück hin bis zum Bahnhof, ne? Aber im Bahnhof wären wir natürlich sicher. Wir können es probieren, ob wir hinkommen. Ich weiß gar nicht. Da ist ein Pfeil. Ich nehme an, das wird nicht funktionieren mit dem Hinrennen da jetzt. Hier ist ein Bett. Ich könnte hier schlafen, aber manchmal stürzt es ab, das Schlafen in letzter Zeit. Ich weiß nicht warum. Habe ich noch nicht richtig rausgefunden. Hier sind Stimpacks. Geil. Woran das liegt. Aber wir könnten es natürlich, wir könnten speichern und es probieren wenigstens. Dann müsste denn der Sturm eigentlich weg sein, ne? Wenn du gepennt hast. Oder wir versuchen einfach zum Dings zu kommen. Einfach zum Bahnhof zu kommen. Das wird wahrscheinlich das Beste sein, was wir machen können in der Situation. Mal hier hoch oder was? Ich weiß nicht, warum die bei dir da rumsteht. Parkbaum habe ich alles weggeklaut. Was brauchen die wahrscheinlich? Wahrscheinlich waren das jetzt Reihe von denen, die ich von immer gebracht habe. Von daher brauchen die das jetzt eh nicht mehr. Ach, hier geht's weiter. Hier geht's weiter, von hier komme ich. Da der, das ist der Pfeil, ja. Von hier komme ich, alles klar. Da ist zu. Rechts ist zu. Links geht's weiter. Hallo Ghoul.
Aua. Ich hab irgend so einen Scheiß hier am Wanz jetzt gerade. Wenn ich so einen Röchelhusten. Oh, ich bin fast tot. Was ist hier los, Mann? Vielleicht die Gasmaske. Ah, die Gasmaske, Bekleidung. Die Gasmaske, die muss man extra holen, die Gasmaske. Setz die mal auf. Und dann helfe ich mir mal selbst. Mit einem kleinen gegrillten Red-Kakerleckchen. Gasmaske habe ich. Habe ich die auf? Ja, die habe ich auf. Man muss die zuklappen oder was? Oh, geil. So ein Scheiß. Die war aufgeklappt. Ich weiß nicht warum. Ob das, ist das richtig so? Ich weiß es nicht. Kann ich die zu, muss ich die zuklappen aus. Okay, wir haben es ja hier oben bis hier hoch geschafft. Wir können es hier. Schnell ausprobieren, Bekleidung, Gasmaske, intakte Gas mit ausreichend Leistung für den Filter. Okay, wie kriege ich die zu, die Gasmaske? Auf G nicht. Wisst ihr auch nicht, dass das irgendwie geht? Ich wüsste nicht, dass man irgendwie die Gasmaske zumachen könnte. Prüfen vielleicht mal. So ein bisschen blöd, dass einem das nicht erklärt wird, ne? Ich werde die Idee mit dem Pennen mal schnell forcieren, glaube ich. Ich lege mich mal hier hin. Strahlungsschaden, ich kann nicht pennen, wir haben Strahlungsschaden. Jetzt kann ich pennen. Machen wir mal, keine Ahnung, 10 Stunden. Gespeichert ist ja. Aber es geht zum Glück. Hobby ist der scheiß Sturm dann weg. Aber das sieht mir sehr gescriptet aus, ehrlich gesagt. Ja, ist gescriptet, denke ich. So, dann nochmal right away. Ich krieg diese scheiß Gasmaske zu, ey. So ein Mist. Von hier aus Komma, glaube ich, ne? Hier geht's weiter. Speichert ist ja, was soll passieren? Da ist ein Ghoul. Okay, dann ist diesmal nicht erwischt. Also, er mit uns angesteckt hat oder wer auch immer, ich weiß es nicht. Ach hier, your gasmask is protecting you, stand da eben gerade da. Alles klar. Okay, dann muss die aber automatisch funktionieren, scheinbar. Und unsere gute Freundin braucht keine. Das finde ich natürlich auch gut. So, wo müssen wir denn lang? Hier in die Richtung. Aua. Ja, lass mich ruhig. Er hat noch eine Klamotte dabei gehabt, nehme ich mal mit. Eine mini kleine Kakerlake. Und da ist eine riesengroße Beinschiene drin gewesen. Warum auch nicht? So, help us. Was ist denn das? Tunnelhusten ist auch schlecht übersetzt. Ja,
Wer sind die denn hier? Oh, guck mal, hier ist der Standardgesicht von Fallout 4. Das sind die Bewohner von der, von dem Areal, von der Quarantänezone. Wolfis Austausch. Okay, wir müssen ja zur... Wir haben ja keine Zeit, wir müssen ja zum... Zur Bahn. Zur Bahn müssen wir, den Zug kriegen. Ja, das... Alles klar. Gasmaske schützt uns vor dem Tunnelhusten, stehen da eben. Sonst wird man den auch kriegen. Hier geht's hoch. Ich sehe mal da oben irgendwie was. Sieht nicht so aus. Oh nein! Da geht's in den Bus fest hier? Scheiße. Zum Glück nicht. Ich dachte, wir müssen jetzt in dem Bus wohnen. So, wo geht's lang? Wo müssen wir lang? Ach, das sind die Tunnelbewohner. Mit dem Tunnelhusten. Und da ist die U-Bahn-Station, beziehungsweise die U-Bahn-Station Angel. Genau. So, und da müssen wir hin. Das ist unser Ziel, das ist unser Weg. Das ist unser ganzes Sein war das jetzt. Dann gehen wir mal rein. Mach einen kleinen Schnitt an der Stelle. So, Reise zum Bahnhof abgeschlossen. Ich weiß nicht, warum das jetzt ein U-Bahn ist und eben ist die Haltestelle Angel. Warum das jetzt eine U-Bahn ist und wir aber eigentlich in der Quest zum Bahnhof müssen. Ist auch ein bisschen durcheinander die Übersetzung. Aber gut, da sind wir ja noch dran an der Übersetzung. Von daher werden wir noch ein bisschen brauchen, bis es vernünftig ist. Gehen wir da rein. Versperrt. Ah ja. So. Bahnhofsvorsteher. Radio erstmal aus. Geld, Bleistift. Druckis Geld, Bleistift. So, das brauche ich alles nicht. Tickets. Oh ja, Tickets nehme ich. Was ist das? Schützen und Überleben, Protect and Survive. Du hast eine Ausgabe von Schützen und Überleben gesammelt. Alleine dauerhaft 5% weniger Schaden durch Insekten. Sehr gut. Versteck. 7 Tickets, verbranntes Comic. Du bist noch ein Safe drin. Munition, Munition, Munition. Nehme ich natürlich alles. Ach, Telefon nehme ich auch. Hier sind noch Münzen. Vom Transportministerium. Die nehme ich natürlich auch gern. So, können wir mal schnell ausräumen, die Spinte, die brauchen wir natürlich jetzt nicht. So, aber jetzt, ich würde dann erstmal sagen, jetzt machen wir uns hier die Tür zu. Was denn? Tschüss. So, da würde ich jetzt sagen. Sind wir an der Stelle am Ende der Folge angekommen. Hat ziemlich lange gedauert, bis wir den U-Bahn-Station gefunden haben. Für mich hat es lange gedauert, für euch ging es etwas schneller, weil ich ja ein bisschen schneiden konnte. Aber wir sehen auch in der nächsten Folge, wie es hier in der U-Bahn-Station weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.